die sich ja im Achtelfinale gegen die Mühlenkreisauswahl mit 13-0 durchgesetzt haben. Da allerdings auch etwas Fortuna Glück mit dabei hatten. Zweimal Aluminium, zweimal auf der Linie gerettet und noch diverse andere Chancen für unsere Mühlenkreisauswahl. Jetzt aber die erste Möglichkeit für die Nürnberger hier über die Bande. Für Nürnberg war es ja im Achtelfinale der erste Sieg. Vorher gegen alle drei Gruppenspiele verloren. Allerdings, das muss man immer wieder betonen, in einer würdig starken Gruppe. Mit Hertha. Die sind weiter. Der 1. FC Köln weiter und die Osnabrücker sind knapp ausgeschieden. Im 9-Meter-Schießen gegen die Bayern. Das Gruppenspiel gestern endete übrigens mit 3:1 für Berlin. Denn da trafen wir Nürnberg und Berlin auch schon mal aufeinander. Wir sind gespannt, wer jetzt als erste Mannschaft in das Halbfinale des Fury Cups 2015 einziehen wird. Jetzt ist 1:0 für die Berliner. Anthony Rossen. Bernd Stark auch. Der Neuner der Berliner im Turnierverlauf. Das wieder der Torschütze zum 1:0 Licht ab auf Oscar Bato Silva. Jetzt der erste Torschuss der Nürnberger. Julian Richter. Und die Berliner am Rostern erkämpfen sich den Ball wieder. Berkan Alimel. Jetzt die Berliner wieder. Und dann ist es die Parade von Lukas Wenzel im Tor der Nürnberger. Jetzt die Franken wieder am Ball. Mit Anto. Claudio Colanna. Wenzel. Schriffal. Das ist wieder Konada mit dem steilen Ball auf Schulfel. Jetzt quer gespielt. Nürnberg nähert sich an. Bisher kaum gefährlich. Und jetzt wieder die Berliner. 3 gegen 3 Gleichzahl. Das war klasse gemacht. Und wieder die Parade. Und wieder abgewehrt. Die Nürnberger kämpfen mit Mann und Maus. Jetzt ist aber drin im vierten Versuch. Paul Dardai. Wir haben Keeper und Abwehrspieler alles gegeben. Und jetzt Paul Dardai.
Zum 2:0 für die Hauptstädter. Den Rekordsieger des Fury Cups. 6 Finalteilnahmen, 4 Siege. Zuletzt 2012. Jetzt gibt's Freistoß für die Nürnberger. Zeit angehalten. Hier in der Halle. Alles noch ohne Freistoßspray. Ah, Foulspiel da. War keine Absicht, war einfach in vollem Tempo. Max Mulak. Ermahnung da auch völlig in Ordnung. Mehr muss es da nicht sein. Und Lukas Wenzel im Tor der Nürnberger. Steht ja auch schon wieder. Da hat sie Grätsche am Torwart. Also hart umkämpft hier. Nürnbergs 18, Thomas Winkelbauer, kommt in diesem Spiel bisher noch nicht so zur Geltung. War ja immer so der Fixpunkt im Angriffsspiel der Nürnberger. Hat sich immer wieder zentral vor die Kiste gestellt, um dann angespielt zu werden. Hat Berlin bisher gut im Griff. Aber wir haben auch noch 8 Minuten in dieser Partie und Zeit genug, auch für Thomas Winkelbauer noch einzunetzen. Nürnberg jetzt sicherer im Spielaufbau. Da wollte sie versuchen, Winkelbauer anzuspielen, aber Pal Dardai kam entgegen, jetzt spielt Mulak etwas unsauber auf Kade. Kade jetzt im Kampf an der Bande. Und die Rückgabe ganz souverän gemacht. Wechsel beim SNFC Nürnberg. Der erste Block wieder rauf. Also sie finden nach und nach besser an die Partie. Berlin natürlich mit einer 2-0-Führung im Rücken. Geht das dementsprechend etwas passiver an. Jetzt der Ball rübergespielt von Colonna. Berlin jetzt natürlich etwas abwartend. Sie muss Nürnberg attackieren. Jetzt ist Dribbling schön durchgesetzt da von Nürnbergs Nummer 14, Endstation aber beim Keeper. Berlin verwaltet. Jetzt wieder auf den starken Rutschen der Pass. Der behauptet den Ball legt ihn wieder ab. Das bringt alles Zeit. 6 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Und jetzt der Ball bei Nürnberg. Müssen sich so langsam etwas einfallen lassen. Jetzt der Konter. Abschluss. Abpraller landet bei Hertha. Und an den Pfosten. Also Berlin effektiver als zielstrebiger. Wieder der Schussversuch von Berkan Alimler.
Boah, kaum zu stoppen da. Oscar Pato Silva. Zwei, dreimal gehalten, immer weiter gelaufen, bis er dann wirklich gelegt wurde. Spielen jetzt nochmal, aber Berlin macht einen ganz, ganz souveränen Eindruck. Sie machen so viel, wie sie machen müssen. Man hat das Gefühl, sie könnten immer nochmal hochschalten, wenn sie denn wollen. Jetzt nochmal der Schussversuch. Anthony Rotzen. Jetzt sind wir mal mit der großen Chance, aber auch der Abpraller an der Bande. Das war jetzt der angesprochene Thomas Winkelbauer, der sich da mal durchgesetzt hat. Aber Berlin hat sich auf ihn eingestellt. Jetzt der Freistoß für die Nürnberger. Auch da sieht es wieder aus. Direktversuch. Da haben wir mal Winkelbauer. Oh, setzt ein Fallrückzieher an. Schade, dass da nicht mehr Platz war. Hätten wir gerne gesehen. Drei Minuten noch auf der Uhr. Und vieles spricht für einen Einzug der Berliner ins Halbfinale. Jetzt mal die Chance für Berlin. Mulak da. Um das 13-0 zu erzielen, das jetzt fällt Mulak an den Pfosten gehämmert. Max Mulak zum 13-0 und ich denke zur absoluten Entscheidung. Hier im Turnier. Da gibt es Freistoß. Starke Parade dann nochmal von Herthas Keeper Philipp Schenkenberger. Auch da, es gibt kein Durchkommen für die Nürnberger in diesem Spiel. Vielleicht jetzt nochmal. 3 gegen 2 Überzahl. Schön gespielt, immerhin. Verabschiedet man sich. Julian Richter mit dem 1:3. 90 Sekunden vor Ende. Geht man nicht torlos. Nürnberger haben in jedem Spiel getroffen. Jetzt die Berliner. Nochmal Max Mulak, aber dann ist Lukas Wenzel da, auch der sagt doch mal auf ganz besondere Art und Weise tschüss mit einer tollen Parade. 60 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Paldadei mit der Hacke zurückgelegt. Nürnberg presst nochmal, aber jetzt Paldadei rübergespielt auf Max Mulak und der trifft die Latte. Jetzt kommt auch ein bisschen Pech dazu. Freistoß nochmal für die Nürnberger. 30 Sekunden vor Schluss. Beim Stand von 3:1. Für Berlin.
mit dem Gesicht abgewehrt. Jetzt die Riesenchance nochmal, Richter. Das wäre mit ein bisschen Glück auch noch drin gewesen. Jetzt aber Max Mulak, der hat schon ein paar Möglichkeiten. Da gibt es keinen Pfiff. In meinen Augen war das ein Foulspiel. Aber weiter geht's. Direkt auf der anderen Seite. Der Ball nochmal vorbeigelegt. Da die Grätsche. Aber jetzt hat Philipp Schenkenberger den Ball. 7 Sekunden sind noch auf der Uhr. Es wird der Halbfinaleinzug für Hertha BSC Berlin. Herzlichen Glückwunsch und auf Wiedersehen. Erster FC Nürnberg. Dankeschön an die Mannschaft mit der zweiten Anreise. Geht es ja bei uns ganz weit vorne. Und super, super, super. Der erste FC Nürnberg.